Der nächste Punkt ist, die Art der Arbeit bestimmt das Büro. Das bedeutet, dass die Büros der nahen Zukunft vor allem geprägt sein werden durch ein Element, nämlich Rollen. Rollen unter den Schränken, Rollen unter den Schreibtischen, Rollen unter den Zimmerpflanzen, Rollen unter den Flipcharts, wie wir es hier jetzt schon sehen können. Also das ist gemeint. Dieses Teil da unten, diese Rolle, wird ein entscheidendes Element des Büros der Zukunft sein. Das heißt, entsprechend der Anforderungen der Arbeit wird man sich zu einer Teambesprechung zusammenrollen. Ja, das heißt, man wird vielleicht so ein paar Trennwände da reinrollen, damit man so ein bisschen sich abschirmt. Dann wird man die Stühle da reinrollen und man wird im Kreis da sitzen. Jetzt braucht man vielleicht noch ein Stehpult dazu, weil vielleicht einer eine Präsentation machen will. Dann wird das Stehpult da noch reingerollt und dann geht die Teambesprechung los. So, dann ist die Teambesprechung fertig. Jetzt möchte jeder für sich selber da mal ein bisschen meditieren. Dann rollt er sich so eine Ruheliege da rein, nimmt seine Pinnwände, grenzt sich da so einen Raum ab und dann meditiert er da eine halbe Stunde. Von mir aus liegend. Ja, übrigens auch etwas, was so schleichend kommt, was man jetzt Powernapping nennt, was wir schon hier im Seminar seit 1 Million Jahren machen, ne, diese Entspannungsübung nach der Mittagspause, nennt man heute Powernapping, weil man einfach kapiert hat, dass dieser Biorhythmus so ist, wie er ist. Ja, und es ist besser nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur. Warum also nicht diese 20 Minuten nutzen, sich zu entspannen, ein bisschen zu schlafen, um dann nachher mit weniger Fehlern produktiver zu arbeiten. Statt sich irgendwie zu quälen, sich künstlich am Leben zu erhalten, sich Kaffee reinzudröhnen oder sonst was. Ja, warum denn nicht? Ja, es gibt Unternehmen, die haben das schon verstanden, dass das klüger ist. Also dann machen die Leute Powernapping, rollen sich da ihre Liegen rein, trennen sich da ab und wie auch immer. Ja, dann vielleicht Einzelarbeit, dann rollt man sich so einen Schreibtisch da rein, rollt man sich vielleicht den Aktenschrank dazu oder eine Abstellfläche, die man braucht und, und. Ja, die Art der Arbeit bestimmt das Büro. Die Büros werden also ihre feste Struktur verlieren, sondern durch diese Gestaltungselemente jeden Tag neu aussehen. Das ist hier gemeint.